Das Rap-Genre hat zwei neue Stars am Rap-Himmel und sie sind hier bei uns zu Gast im Gong FM Interview. Jungs, stellt euch vor. Mein Name ist Kukulu MC, straight out of Regenstoff. Und ich bin Raw Camara. Ihr dürft euch auf einiges freuen. Alter, wir vernichten den Radiosender, ey. Der kriegt mindestens 3 Likes. Erstmal mit 105 PS dahin cruisen, ey. Gib mal Gönnung. 105 PS für mich reicht's auch nicht. Gelegt, Mann. Alter, anschnallen. Ich hab mich nicht angeschnallt. Du hast dich schnell und angeschnallt. Was willst du? Geh mal aus dem Weg, Alter. Alter, Alter, den Kameramann vergessen. Ach, steig mal ein. Steig mal ein jetzt, Kameramann. Wir machen den Leute, Sound und die Optik. Aus reiner Routine die Cam mit denn. Den Regenstoff ist Hollywood. Wir fahren heute zu Gong FM, mal Real Talk, Freunde. Unsere Hitsingle ist vor ein paar Wochen gedroppt. Und wir müssen sagen, die Resonanz ist stabil. Aber wir müssen das Ganze ausweiten. Deswegen wird jetzt mal das Cappy backwards geturnt. Und wir werden jetzt mal stabil den Local Radiosender wo fahren wir? Fahren wir über Wassergasse oder Hauptstraße? Fahr links, Wassergasse. Vorsicht, rasier nicht die Kanten. Na, da, die Oma hat gegrüßt, Alter. Hallo. Die Oma, hallo. Und? Kampfhund. Die Oma hat einen Kampfhund. Wuff, weißt du? Oh, Junge. Ja, yeah. 105 PS. Boiler. Das ist eigentlich dein Problem. Alter! Hab ich dir 105 PS gegeben an der Ampel? Aber keine Ampel, war Kreuzung. Was ist? Wir blutzen! Mach mal geile Musik an. Ja, mach halt mal den Ton an. 105 PS. Ich drück aufs Gas, hör die 105 PS. Fahren durch die Stadt, Regenstoff, ey, mach keinen Stress. Alles Carbon, Peugeot, Rifter, regelt es. Damit cruisen wir zum Dreh und earnen derbe Cash. Fühlen uns wie Spielberg, wir kleben das Auto mit Brandmerch. Flügel ist auch da, mit der gelben Kontraste wir am Start. Kokoluru ist topfit, wir machen dein Sound und die Optik. Aus reiner Routine die Cam mit, denn Regenstoff ist Hollywood. Auf Gas, hör die 105 PS. Fahren durch die Stadt, Regenstoff, ey, mach kein Stress. Hater, die gibt's kaum. Der Tag ist wie ein Tagtraum. Warum niemand, der uns hilft, hat die Bobo in der Sitz, nicht eine Nebelmaschine im Fußraum. Ha. Junge, wir müssen stabil. Wenn wir rausgehen, vor Gong FM, folgendes. Ich hab keinen Bock, wieder 1000 Autogramme zu unterschreiben, dann tut mir mein Handgelenk weh. Lass straight reingehen in die Bude und auf keinen Fall zu viel Aufmerksamkeit an die ganzen Fans. Kameramann, bist du noch da? Also fresh. Man hört dein Kaugummi kommen. Bist du noch am Start? Ich schwör dir. Geh auf die Seite. Drei Buchstabenfahrer. Geh auf die Seite, Mann. Hörst du die? Hörst du die 105? Gib ihm, Alter. Ich nehm die Fahne, du nimmst die Goodie Bags. Wer nimmt die Goodie Bags? Ich nehm die Goodie Bags. Wer nimmt die Fahne? Du nimmst die Fahne. Ich nehm die Fahne. Wer nimmt die Goodie Bags? Ich nehm die Goodie Bags. Sogar mir. Kameramann, film mal den Hund. Den Hund, Kampfhund. Kampfhund. Wuff. Film den Hund, hörst du drauf? Ja. Alter, nimm schon deinen Kampfhund. Wuff. Polizei, Polizei. Wow. Polizei. Digga, Digga, Digga. Wow. Beruhig dich. Beruhig dich. Polizei. Mach keinen Scheiß, Junge. Wir lassen sie vorbeifahren, wir lassen sie vorbeifahren. Die verhaften uns. Die verhaften uns. Kukuluru ist topfit. Wir machen dein Sound und die Optik. Aus reiner Routine die Cam mit, denn Regenstoff ist Hollywood. Digga, jetzt sind wir gleich da. Wir parken direkt vor dem Eingangsbereich. Dass wir maximal, minimal gehen. Ist die Kamera an? Kameramann. Ja. Hey, gehen wir eigentlich danach noch zur Wassergymnastik? Ja, das kann ich machen. Okay. Aber jetzt ist der Modus. Jetzt Modus.
Kamera aus. Kamera aus. Mach die Kamera aus. Film nicht auf die Fans. Lass. Film nicht auf die. Mach die Kamera. Junge. Mach die Kamera aus. Junge, mach die Kamera aus. Junge. Mach die Kamera. Mach die Kamera aus. Willst du? So, wir sind jetzt bei Gong FM. Film mal dahin. Guck mal. Digga, film Gong, dahin. Gong FM. Hit Radio aus Regensburg. Okay. Wir sind bei Gong FM. 105 PS. Gib dir den Scheiß. Ballern. Digga, wir cruisen immer nur mit Original Jahrhundert Pokakadu-Vignette. Schwör, du kannst auf jeder Autobahn illegal damit fahren. Wow! Die Anomalie von Gong FM, hallo. Ja, hallo, hier Kukuluru MC und Rockamera für Interview von Band und so. Ja, ist korrekt. Ihr müsst kurz noch warten. Ich komme gleich runter und euch ab. Danke. Danke. Krass, Mann. Krass. Ein paar Sekunden später. 105 PS, Richter regelt das. Wir haben extra die Farben von Gong FM genommen für unser Merch. Und deswegen könnte dieses Autogrammkärtchen heute gewinnen. So. Hi. Alles gut? Natürlich. Die Stars immer zuerst. Alter, das Desinfektionsmittel kickt hart, ey. Das betäubt mich fast so wie Tilidin. Der war vorher gar nicht drin. Wir wussten, ihr kommt und haben den Aufzug hier reingebaut. Okay, das will ich auch hoffen, weil Kukuluru MC und Rockamera gehen nicht Treppe. Also die Goldkette sitzt dir auch. Um den Ton kurz einzustellen, ja. Erzähl mal einfach irgendwas vom Wetter, das ist jetzt noch ja, kein... Klar. Heute Morgen gab es erstmal Gemüsebrei mit etwas Kartoffel und natürlich nicht zu vergessen für den absolut exklusiven Moment einen Müller-Joghurt. Passt super, hast du sehr gut gemacht. Ja, ich weiß, danke. Ich habe Erfahrung in dem Metier. Okay, ich würde sagen, ihr stellt euch jetzt erstmal ganz kurz selbst vor und erzählt mir, was für ein Projekt ihr am Start habt. Ja, ich bin Rockamera. Jo, ich bin Kukuluru MC und wir haben das fresheste Projekt aus Regensburg und Umgebung am Start. 105 PS direkt in dein Gesicht. Der Beat ist ja schon auf jeden Fall richtig krass und auch gut so ein bisschen aggressiv gemacht. So, seid ihr so drauf auch? Seid ihr so Jungs, wenn ich euch auf der Straße begegne, so wechselt die Straßenseite oder seid ihr schon eher auf korrekter Basis? Wir sind natürlich immer korrekt, Rapper sind immer korrekt, aber grundsätzlich ist das natürlich wichtig, dass man auch so eine gesunde Distanz hält, weil wir haben immer unseren Kampfhund dabei. Muff! Und wenn wir den Kampfhund dabei haben, haben die Leute schon Respekt, aber wir sind eigentlich freundliche Menschen. Der Beat kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ich kenne da einen Rapper zufälligerweise, der heißt Raf Kamora. Der hat einen Song, der heißt 500 PS. Sagt euch das was? Nee, also da, ich glaube da, ein Freund, also der Schwibschwager von meinem Bruder hat mal mir gesagt, dass es da schon sowas gibt, aber den Beat haben wir exklusiv geklaut. Exklusiv geklaut also. Da habe ich noch eine Frage zu 105 PS, so heißt ja euer Song. Ist es dann der aufgemotzte Roller als Version oder was ist mit 105 PS? Natürlich ist es nicht der Roller, das ist ein richtig krasser Peugeot Rifter. Und mit dem cruisen wir zu jedem Dreh. Okay, wie sieht's aus? Könnt ihr euch dann überhaupt noch so fanandrangmäßig irgendwie die Chicksen und so, könnt ihr euch dann noch zurückhalten, wenn die sehen, dass ihr mit 105 PS mit diesem Auto vorfahrt, ihr zwei noch da drin? Also seit wir unsere erste Hitsingle gedroppt haben, ist der Andrang von Fans natürlich auch sehr stark geworden. Auch im lokalen Rewe-Laden oder Edeka vor Ort haben wir wirklich teilweise Probleme bekommen. Wir konnten nicht mehr die Avocados sneaken. Aber es ist kein Problem, weil wir tagtäglich uns an die Situation gewöhnen, mit an den Fame und so. Und wenn wir zu Kunden fahren, die sind schon auf einem Level mit uns. Das ist kein Problem, da sind wir echt voll Habibis. Mhm. Ihr sitzt jetzt hier im Interview so mit Cappy, du mit Sonnenbrille, so man könnte meinen, so ein bisschen inkognito. Wollt ihr den Fame so ein bisschen zurückhalten? Habt ihr Angst, erkannt zu werden?
Ja, es ist so, wir sind ziemlich im Business und dann ist es schwierig, wenn du an jeder Straßenecke stehen bleiben musst und Autogramme geben musst. Und deswegen verstecken wir uns, ja, verstecken würde ich nicht sagen, es ist einfach ein bisschen unauffälliger. Und ja, deswegen haben wir die Cap auf. Und die Sonnenbrille natürlich. Verstehe, gab es denn schon Beef mit anderen Rappern? Ja, also Grüße gehen raus an Liquid aus Regenstauf, unser Homeboy. Wir wollten ihn eigentlich in das Video mit reinnehmen, aber dann war er zu busy, weil er musste mit Sido gerade noch was aufnehmen. Sido macht jetzt auf Bayerisch. Ich weiß nicht, ob du Liquid kennst, aber Liquid macht echt frische Musik out of Regenstauf auch. Hollywood. Entschuldigung, Hollywood natürlich. Aber Beef richtig haben wir nicht. Wir sind freundlich. Wir sind ja eigentlich auch nebenbei noch Filmemacher. Wir machen coole Filme für Regensburg und die Umgebung. Und von dem her alles korrekt. Was habt ihr so für Erfahrungen jetzt in dem Business? Also ihr habt erzählt, es ist euer erstes Release, das ihr habt. Ja, also wir haben schon das ein oder andere Musikvideo gedreht. Aber natürlich haben wir das Video auch gemacht, nicht nur um zu zeigen, was für eine coole Medienagentur aus Regenstauf wir sind, sondern auch, dass wir das Potenzial haben, für die ganz großen Musikvideos zu drehen. Ne? Ist schon klar. Also, wir hatten schon mal Kontakt mit Sony Music, da ist leider nichts zustande gekommen am Ende des Tages. Aber dennoch haben wir schon Lust, auch mal für unseren Brody Bowser oder auch Kapi mal was zu drehen. Ne? Ein paar Featurings. Ja, Features gehen raus. Bounce & Z übrigens, melde dich mal. Wir sind jetzt im Radio hier. Wir wollen unbedingt mit dir den Song mal performen, beziehungsweise mal eine Reaction von dir bekommen. Also Shoutouts und melde dich mal bei uns, ey. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, eure Ziele. Ja, also unser erstes Ziel ist auf jeden Fall Heimatadresse. Und als nächstes wollen wir dann auch an die Côte d'Azur uns ein bisschen Junge, an den Strand... Junge, du hast das falsch verstanden. Sie meint, was unsere Ziele so in der Zukunft sind. In der Zukunft wollen wir doch nicht irgendwie an die Côte d'Azur, wir wollen auf die Malediven. Jetzt mal Real Talk. Unsere Ziele sind natürlich, dass wenn das gut ankommt und die Leute noch ein bisschen heftiger klicken, dass wir noch eine zweite Single droppen, vielleicht auch mal ein Album produzieren. Das Ganze ist sehr aufwendig und wir konnten das natürlich nur wegen Corona auch machen, weil die Auftragslage das zugelassen hat. Aber dennoch haben wir schon Lust, die neuen Sterne am Rap-Himmel zu werden. Das war jetzt etwas kindisch, aber ist egal. Okay, das wird jetzt auf jeden Fall... eine Herausforderung vielleicht, aber ich meine, ihr seid doch so krasse Stars, vielleicht kriegt ihr das auch einfach so hin. Rap doch mal was, irgendwas eingebaut mit Gong FM. Habt ihr irgendwie so eine kleine Punchline, so Gong FM-mäßig, irgendwas Cooles drauf? Kukulur ist topfit, wir rocken die Gong FM Hitlist, ja. Du bist richtig Standard, aber nicht knallhart, denn wir sind hier bei Gong FM live im Radio und machen hier die Mega-Show. Ich bin Kukulur MC, das ist Raw Camera und wir haben hier einen Mann mit einer richtigen Kamera. Und deswegen sage ich, Kinder, dann wisst ihr es, 105 PS auf YouTube jetzt. Respekt.